Einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben Heiligabend bzw. Heiligmorgen und wir essen gerade unsere Eier-Sandwiches. Lecker, weil es ja heute ein bisschen später Mittagessen gibt. Deswegen dachte ich lieber was Deftiges, was lange satt hält. Genau. So, nochmal richtig guten Morgen. Ich habe direkt nach dem Aufstehen meine Haare gewaschen. Ich habe auch mir dieses Silbershampoo reingemacht, dass meine Haare mal wieder ein bisschen abmattiert werden. Die Jungs schauen hier gerade irgendeine Kindersendung. Aber wir gehen gleich Plätzchen machen. Meine Mama hat gestern nämlich noch einen Teig angemischt, aber es war dann schon sehr spät. Aber heute früh machen wir dann mal eine Runde Plätzchen. Ich bin jetzt gerade hier am PC und mache mein Video für heute sozusagen ready. Ich glaube, ich werde das auch jetzt direkt in der Früh online stellen. Wir haben schon 10 Uhr. Es ist jetzt nicht super früh, aber ich denke so in einer halben, dreiviertel Stunde bin ich mit allem fertig und dann stelle ich das einfach online. Dann ist es halt heute alles mal ein bisschen früher, ist aber auch nicht schlimm. Die meisten sind ja heute zu Hause am Chillen, vielleicht sogar besser als das Nachmittag und abends online zu stellen, weil dann ist man ja eher so mit der Familie und hat nicht so die Zeit. Deswegen kommt heute alles mal ein bisschen früher online und dann habe ich das auch so, dann ist es in meinem Kopf auf erledigt. Genau. Ja, und dann geht's weiter. Ich habe es gestern auch geschafft, die Kalender zu Ende zu machen. Genau, das habe ich ja noch gemacht. Mein Mann hat mir auch geholfen. Da waren wir eigentlich relativ schnell fertig. Ich glaube, es hat eine Stunde oder so noch gedauert. Die muss ich aber auch noch einpacken und so weiter. Genau, und wenn der Samu später Mittagsschlaf macht, dann werde ich den Tisch noch schön dekorieren. Und kurz bevor alle kommen, es kommen übrigens alle um 3 Uhr, genau, dann werde ich eben kurz davor anfangen, das Essen komplett fertig zu machen. Ja, und zwischendurch muss ich auf jeden Fall noch das Gewinnspiel vorbereiten für morgen. Das habe ich noch nicht gemacht. Das Video und so ist fertig, aber ich muss noch das für morgen vorbereiten. Also Instagram Story, Foto und für YouTube drehen, genau. Ja, ich muss die für die Tischdeko, die Tischdecke und die Platzdeckchen und sowas muss ich mal rausholen und die dann bügeln. Also ich habe gar nicht so viel zu tun, aber es sind viele Kleinigkeiten, die dann halt eben zeitaufwendig sind. Deswegen, ich denke schon, dass ich bis 3 Uhr alles hinbekommen müsste. Aber ich muss mich auf jeden Fall ranhalten, weil wir haben schon 10. Also deswegen, ja. So, ich bin jetzt dabei, die Kalender einzupacken. Ich habe jetzt hier schon das erste. Hier sind die 2 Stück noch. Und dann habe ich hier noch diese Kärtchen, die werde ich drauflegen. Und da habe ich einfach nur geschrieben für Oma von Lias und Samu. Und das kriegen dann die 2 Omas und meine Tante. Genau, und dann kommen aber jetzt noch schöne Schnüre drum. So, jetzt ist alles verpackt. Das dritte Geschenk für die Schwiegermama habe ich jetzt nicht hier liegen, weil die kommen jetzt gleich runter. Und hier sind auch noch unsere Karten, die ich hier ausgedruckt habe. Und übrigens, das Paket, was ich gestern bei Dior bestellt habe, ist tatsächlich heute schon gekommen. Heute früh, richtig genial. Die Tüte hatte ich hier noch, weil ich habe ja hier überall so Tütchen hängen. Und ja, die ist echt richtig schön. Ich habe die jetzt mal geleert. Da waren noch ein paar Duftproben drin. Und da werde ich jetzt hier dieses Papier reinlegen und dann auch die Karte noch was dazu schreiben. Beziehungsweise die ist ja teilweise schon geschrieben. Ich packe jetzt das nochmal aus, um zu gucken, ob die Größe jetzt besser ist. Und dann kann ich es euch auch mal zeigen. Schaut mal, da kommt hier in so einem Stoffbeutelchen. Ich habe es extra nicht aufgemacht, habe das so von der Seite rausgeholt und das ist der Ring. Der müsste jetzt eigentlich passen, weil der passt mir auch. Habe ich euch ja erzählt, so Steilchen in der Seite und oben steht eben Dior. Also mir gefällt der richtig, richtig gut. Ich hoffe, ihr dann auch. Mal gucken, ich weiß gar nicht, wie zeige ich es euch am besten so. Ich finde den echt richtig, richtig schön. Boah, mega. Schade, dass es den nicht in Silber gibt. So, alle Geschenke sind jetzt verpackt, die Kalender, was ich halt da eben noch hatte. Und ich bin jetzt dabei, die Tischdeko zu machen. Ich habe jetzt hier gerade mal alles abgeräumt, abgewischt. Jetzt werde ich den Tisch einmal ausziehen. Und jetzt muss ich erstmal die ganzen Tischdecken und so weiter bügeln. Und dann möchte ich wieder so eine Girlande in der Mitte machen. Eigentlich so, wie ich es letztes Jahr gemacht habe, aber so ein bisschen abgewandelt. Ich möchte nämlich mit Rot-Gold dekorieren. Genau, das ist der Plan. Mein Mann holt gerade noch 2 Stühle von drüben. Meine Mama und der Lias sind übrigens drüben am Backen schon die ganze Zeit. Genau, ja, das Geschenk für meine Schwester habe ich auch fertig gemacht. Da habe ich ja, hab ich euch ja gesagt, in diese Tüte reingemacht. Ja, ansonsten, hallo Miami. habe ich noch irgendwas gerade gemacht? Nö, ich gehe jetzt mal ganz nach oben.
Hol Tischdecke und Co. Und guck mal, ich denke, man muss die schon bügeln. Aber mal gucken, vielleicht sieht es ja gar nicht so schlimm aus, weil da kommt ja jede Menge Deko drauf. Da sieht man es vielleicht gar nicht. Aber die Platzdeckchen, die muss ich auf jeden Fall bügeln. So, es ist vollbracht. Wir haben 10 nach 2. Und ich habe jetzt komplett alles fertig. Das Einzige, was ich noch machen muss, sind dann die Knödel. Aber das mache ich frisch, wirklich, wenn alle dann auch da sind. Ich mache mich jetzt mal ganz schnell fertig, weil ich gehe stark davon aus, dass alle immer, also die kommen alle immer zu früh. Die, auf die wir warten, sind immer alle so eine halbe Stunde früher dran. Deswegen mache ich mich jetzt mal ready. Aber vorab, bevor jetzt hier gleich der Trubel losgeht, drehe ich euch einmal um und zeige euch die Tischdeko, den Baum und das Essen nochmal. So, unser wunderschöner Baum. Ich habe jetzt mal alle Geschenke geholt. Meine Schwester hat auch gerade noch mal ein paar Stück rübergebracht. Es ist viel, aber es hat sich zumindest mehr als halbiert, weil ja, wie gesagt, wir eigentlich nur die Kinder hier beschenken. Da standen jetzt eigentlich auch überall nur die Namen von den Kindern drauf, bis auf ein, zwei kleine Ausnahmen. Genau. Und das hier ist jetzt der Weihnachtstisch. Ich liebe ihn. Ich habe ihn doch ein bisschen anders gestaltet als letztes Jahr. Ich habe ja letztes Jahr trotzdem mit Silber gearbeitet. Jetzt habe ich hier auch goldene und rote Kugeln reingemacht und die Schleifen sind jetzt doch noch zum Einsatz gekommen. Dann hier ausnahmsweise mal Kerzenständer. Ich hatte das letzte Mal ja so große Blockkerzen. Das wird natürlich auch schön aussehen, wenn die dann gleich alle brennen. Dann hier unsere Platzdeckchen, die habe ich dann auch noch gebügelt, weil das ging gar nicht. Die Dinger hier hatte ich mal beim Teddy, glaube ich, geholt. Die sind ganz cool für Besteck und ja. Für die Jungs habe ich hier diese zwei Kügelchen hingemacht von Cars. Da sind Cookies drin und alle anderen haben hier solche Pralinen bekommen und auch mit unserem Familienfoto. Genau. Ich bin auf jeden Fall zufrieden. Sieht echt richtig, richtig schön aus. Sehr weihnachtlich. Hier oben stelle ich dann noch gleich alle Getränke hin. Bin gerade dabei, das Essen schon hier aufzuwärmen von gestern Abend. Und hier ist einmal der Rotkohl, Rotkraut, da habe ich Rotwein reingemacht und noch einen roten Apfel reingeschnitten, der ist untergerührt. Und wie gesagt, später kommen dann die Klöße noch zum Einsatz, aber dann ganz, ganz frisch. So, jetzt mache ich mich mal fertig. So sieht es jetzt aus, wenn auch die Kerzen an sind. Mega schön. Da kommen sie. Und da ist Mami am Fotos machen. Fast vergessen zu filmen, aber ja. Für Samu und für Leas? Für beide? Dann mach mal auf. Guck mal, so aufmachen hier. Auf Tisch bringen. Alle Geschenke sammeln wir da. Dankeschön. So, das gehört. Oh Gott. Samu, das große Geschenke von auspacken. Komm her, anziehen. Anziehen. Komm her. Komm her, Samu ist völlig begeistert von der Gitarre, gell? Die ist das Highlight. Bin, bin, bin. Wow. Wow. Elsa. Elsa? Ja, wie cool. Wow. Jetzt ist freut. Okay, machen wir die Decken wieder weg? Ja? Okay. Nein, er will nicht die Decke. Er liebt Decken so sehr. Hier, ich studiere die jetzt. Spiel von Paw Patrol Film. Thema auf. Was war das? Ein Paw Patrol Spiel Film. Ein Brettspiel aus dem Paw Patrol Film. Wow. Wow. Samu, der Rock unterstützt ihn. Oh mein Gott, da kannst du ja gleich das Geld von der Tati benutzen. Eine Kassierkasse. Oh mein Gott. Da hat die Tati dem Weihnachtsmann gesagt, dass du auch noch eine Kasse brauchst. Da kannst du Geld reinmachen. Da kannst du direkt das Geld reinmachen. Oh, ein großes Boot von Paw Patrol. Von oder Paw Patrol. Oh mein Gott. Wow. Thanks.
Komm, Tisch voller Geschenke. Ja, Samu, bedien dich. Samu, ja, vielen Dank. Wow, dieses Ding ist riesig. Wie lange es dauert, das Ding auszupacken? Hier ist meine Box am Start. Maike macht auch schon ihr Geschenk auf. Tante und Mutter haben auch schon ausgepackt. Was ist das? Das ist eine schöne Verpackung. Die kannst du mir geben. So, wohin kommt der Rainer? Die Kasse, glaube ich, da rein ist, oder? Es ist kein Parfum. Nicht. Guck mal, das Ring. Oh mein Gott. Ich habe doch eben gerade noch gesagt, dass ich Christkind. Ja, ich komme mal hingekommen. Oh mein Gott, wie wunderschön. Guck doch mal bitte. So, jetzt gibt's noch Nachtisch. Ja. Yummy. Das ist Vanilleeis mit Schokolade drumherum. Wir haben hier verschiedene Kuchensorten. Yummy. Ja, das lassen wir uns jetzt mal schmecken. Sag mal, Kika. So, hier noch kurz mein OOTD. Ich habe wirklich mich ganz spontan dafür entschieden. Ich wollte eigentlich einen roten Pulli anziehen oder so ein, ich hatte ja auch von Primark diesen Pulli, dieses Pullikleid. Aber mir war so heiß hier bei den Vorbereitungen, dass ich jetzt dieses auch T-Shirt-Kleid genommen habe. Ihr seht es ja, so Dreiviertelarm. Das Kleid ist von Zara. Der komplette Schmuck, Armbänder, Armreifen und so weiter, ist von Mainpunkt. Die Uhr von Michael Kors, der Gürtel von Joop und die Gucci-Strumpfhose habe ich euch ja gezeigt. Ist ja aus diesem gefakten Online-Shop, habe ich euch aber ja schon gezeigt in einer der letzten Vlogs. Und warme Kuschel-Anti-Rutschsocken. Genau. Ja, das war mein heutiges OOTD. Wir haben mittlerweile hier auch schon aufgeräumt, sind gerade alle gegangen. Genau, die Spülmaschine müssen wir gleich noch anmachen, aber ansonsten ist schon alles aufgeräumt, zusammengeschoben, der Tisch wieder. Ja, ist alles wieder fresh, muss nur das Essen auf jeden Fall jetzt nochmal irgendwie entweder in Tupperboxen tun und dann in den Kühlschrank, keine Ahnung. Ihr seht auch, mein Liquid Lipstick ist ein bisschen weggegangen, weil ja, ist ja sehr fettiges Essen und dann, wenn man ölhaltige Sachen isst, dann zersetzt sich das halt eben. Ja, gerade da in der Mitte. Aber ansonsten, außenrum, alles noch ein Flieg. Ja, ich werde mich jetzt aber auch abschminken. Ich habe ja wirklich nur so ein, ich habe mich 2 Minuten geschminkt, wenn überhaupt. Wie schon gesagt, wie vermutet, sind alle früher da gewesen. Ich habe auch, meine Haare waren noch komplett nass und ich hatte einfach gar keine Lust. Mir war so heiß gewesen, dass ich sie einfach nur zusammen gemacht hatte. Ich hatte einfach keinen Nerv, die irgendwie zu föhnen, zu stylen, zu machen, zu tun. Ich wollte einfach nur zusammen haben, dass die mir aus den, was weiß, wäre einfach zu warm gewesen. Genau. Ich werde mich jetzt die paar Sachen hier nur abschminken, umziehen, auf die Couch legen und dann Kevin allein zu Hause schauen. Und morgen Kevin allein in New York. Ich freue mich richtig. Ich liebe das. Ich schaue das tatsächlich nur einmal im Jahr und immer zu Weihnachten. Ja, ansonsten, es war ein mega schöner Abend gewesen. Wir haben uns alle gut unterhalten, lecker gegessen. Nachtisch war auch so lecker. Hauptgang muss ich gar nicht von erzählen, gell? Mega. Wir haben uns auch alle dran gehalten, dass die Erwachsenen nichts geschenkt bekommen haben, sondern wirklich nur die Kids. Ich habe ja die paar Geschenke gemacht, hier die Kalender und so, und den Ring für meine Schwester von den Jungs. Aber ansonsten haben wir uns wirklich alle dran gehalten. Ja, die Jungs haben viel geschenkt bekommen. Eigentlich das, was ich euch alles gezeigt hatte, weil ich hatte ja die Geschenke von meiner Mama, von meiner Schwester und so, von meiner Tante und Dietmar und so, hab ich ja alles besorgt. Deswegen eigentlich habe ich euch alles gezeigt. Die haben noch so 2, 3 Kleinigkeiten noch bekommen, aber im Prinzip das, was ich euch schon gezeigt hatte, haben sie halt eben bekommen.
Genau. Ja, also einen sehr, sehr, sehr schönen Heiligabend hatten wir auf jeden Fall. Morgen geht es dann zu der Family von meinem Mann. Und ja, da werde ich euch auch versuchen, noch mal ein paar Einblicke zu zeigen. Aber für den heutigen Abend verabschiede ich mich erstmal und wir hören und sehen uns morgen wieder, lieben. Also macht's gut. Ciao, ciao. Einen wunderschönen guten Morgen. Ja, heute ist Weihnachten. Wir sind am Frühstücken und heute jetzt für uns Pfannkuchen. Richtig, richtig Lust drauf. Ich habe schon mega den Hunger. Wir haben schon eine Zeit lang wach, deswegen wird jetzt erstmal ganz in Ruhe gefrühstückt und in den Tag gestartet. Ui, es hat plötzlich angefangen zu schneien. Wir kriegen vielleicht doch eine weiße Weihnacht. Oh, wie schön. Ich liebe Schnee. Also an Weihnachten darf Schnee ruhig sein. Es schneit so schön. Es bleibt so schön liegen. Man sieht schon, ich habe hier gerade ein paar Fotos im Schnee gemacht für das heutige Gewinnspiel. Läuft bei mir. Oh, ich bin voller Schnee. ja, ich stelle ja heute noch das letzte Gewinnspiel online und zwar zusammen mit Oceans Apart. Genau, ich dachte mir so, es schneit, bietet sich doch an, oder? Jetzt gehe ich schnell mal runter auf den großen Parkplatz und hole mal unser Auto. Meine Schwester hat nämlich gestern alles runtergefahren, damit unsere Family hier parken konnte. Genau. Oh, sieht schon schön aus mit dem Schnee. Boah, es ist auch komplett, die ganzen Bäume, Dächer, alles ist weiß. Also es sind richtig dicke Flocken, die hier runterkommen. Es ist so schön. Ich liebe es. Gerade pünktlich zu Weihnachten. Richtig nice. Naja, ich hole mal das Auto und dann mache ich mal ein Video fertig und dann stelle ich das Gewinnspiel online und dann können wir eigentlich auch schon fast los, also in so 2 Stunden ungefähr. Genau. So, ich habe jetzt hier eiskalt im Schnee noch ein paar Fotos gemacht, beziehungsweise einfach so mit den Bäumen im Hintergrund. Es sieht so schön aus, wenn die so weiß sind. Und es ist tatsächlich, oh, hier ist er voll die Matschepfütze. Ah! Es ist tatsächlich überhaupt nicht kalt, ja. Das Wasser ist auch nicht gefroren. Weil ich bin ja hier wirklich, ich habe jetzt nur diesen Pulli an und die Weste. Also die Weste ist ja die gleiche wie die Jacke, die ich euch schon gezeigt habe. Die Weste habe ich euch, glaube ich, noch gar nicht gezeigt. Und da wurde ich ja öfter gefragt, Amanda, die Oceans Apart Jacke, hält die wirklich so warm? Die hält wirklich warm. Und das ist ja die gleiche Weste praktisch einfach nur davon. Und ich friere überhaupt nicht. Ich meine, eine gewisse Gradanzahl muss es ja haben, sonst wird es nicht schneien. Aber ich friere nicht richtig gut. So, nur mein Auge tränt mal wieder. Zum Glück habe ich keine Mascara benutzt. So, jetzt hole ich schnell das Auto, fahre wieder hoch und dann schneide ich mein Video zu Ende, was ich jetzt gerade gedreht habe. Und stelle das letzte Gewinnspiel online. So, hier wird gebacken, meine Schwester hilft mir. Ich wollte das der Schwiegermama mitbringen. Und diesen Baum, ich glaube, das hat so ziemlich jeder schon mal gesehen, wenn er Instagram hat. Das ist einfach nur Blätterteig, Nutella drauf, wieder Blätterteig, hier so aufschneiden, rumdrehen. Oh, die Reste sind hier schon im Ofen. Nur die Kinderserie ist so. Eigelb kommt noch drauf und dann ab in den Ofen. Die sind schon fertig. Ja, da ist das Bäumchen. Sieht schon gut aus. Yummy. Guck mal, Lea. So. Wann voran? Machen wir das Geschenk auch mit dir. So, Geschenke auspacken. Ich habe auch was bekommen. Wow. Ein bisschen. So, wir haben mittlerweile 9:15. Wir waren ziemlich, ziemlich lange bei der Schwiegermama, bei den Geschwistern. Die Jungs sind jetzt im Bett. Ja, so vor einer Dreiviertelstunde, so um 8.30 Uhr ungefähr waren wir hier gewesen. Wir haben die Jungs direkt hingelegt, haben mich jetzt auch umgezogen in so einem gemütlichen Pyjama. Wir schauen jetzt Kevin allein in New York und genießen noch den Abend. Und ja, mehr passiert nichts. Mehr passiert auch nicht. Wir hatten einen richtig schönen Abend, leckeres Essen, schöne Gespräche, ein bisschen Filme nebenher geschaut und ja, Geschenke ausgepackt. Ich habe auch 2, 3 Sachen bekommen. Ein Set von Rituals, diese weiße Serie, die mag ich ja super gerne. Dann von Fenty Beauty ein Lippenprodukt und ein Sephora-Gutschein. Genau. Und Handtücher haben wir noch bekommen. Und die Jungs auch jede Menge
Spielzeug und ja, auf jeden Fall sehr, 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 sehr schön gewesen. Jetzt lassen wir es ausklingen und dann hören wir uns morgen wieder, ihr Lieben. Also macht's gut. Ciao, ciao. So, let's start it. Zweiter Weihnachtsfeiertag. Ich habe ja schon erzählt, heute gibt es Kartoffel, Spinat. Ich mache so ein bisschen Buttergemüse und auch noch ein bisschen Brokkoli rein. Und dann die verschiedenen Fischsorten. Beziehungsweise mein Mann und ich essen Lachs. Meine Schwester mag das ja nicht, deswegen bekommt sie hier dieses Knusperfilet. Und die Jungs Fischstäbchen. Und dazu gibt es auch noch die Lachssoße. Genau, und ja, ich würde sagen, ich fange mal an. Ja, ich zerdrückte die Kartoffeln noch. So, Essen ist fertig. Ich habe hier minimale Deko gemacht, aber dass wir es trotzdem schön haben am zweiten Weihnachtsfeiertag. Ich habe euch ja schon gezeigt, was es gibt. Verschiedene Fischsorten, Gemüse, Spinat, Kartoffeln. So, guten Appetit. So, mittlerweile haben wir 19:30 und ich bin jetzt mal für eine Stunde in die Badewanne verschwunden. Ich schaue hier Temptation Island, nebenbei die letzte Folge. Genieße ein bisschen Me-Time und dann gleich mit meinem Mann zusammen werden wir einen Weihnachtsfilm vielleicht nochmal schauen.